Ah, ja, auch nicht viel drin. Witzig. Oh, das ist gut hier. Aber toller Fang. Ja, hier oben drauf ist diesmal nix. Doch, ich war ja schon. Ganz oben drauf warst du schon? Auf dem Luftschiff, dem abgestürzten, war ich schon komplett drauf, hab das gelootet. Okay. Deswegen ist da nichts mehr. Aber ich kriege hier kein Metall, das ist das Problem. Ich muss hoch in die Berge, glaube ich. Boah, es gießt wie aus Eimer, ne? Das Wetter liebt uns. Ich muss es immer so sehen. Das Wetter liebt uns. Genauso wie real, wie es momentan bei uns auch ist. Weiß er doch. Ja. Stone, yay! Alter, erschreckst du mich, ey? Ach, Pferd, kann nicht wahr sein. Geh doch in die Ecke und schäm dich, Alter. So. Hat's aber keine Lust zu. Ja, nicht mithelfen, weißt du, aber hier vor meiner Nase rumhängen, weißt du? Das sind mir liebsten, ja. So, wir brauchen gleich ein Lagerfeuer. Eine Metallklingel habe ich schon mal. Ja, da habe ich genug von. Ich brauche nur noch hochwertiges Metall. Metal. Da habe ich wieder Metal gefunden. Yay! Metal, Metal, Metal. Heavy Metal. Ich. Schreite hier einfach mal die Berge entlang und suche nach Metallerzen. Natürlich Holz nehme ich auch alles mit, was ich kriegen kann. Na, na, Pferd bleibt hier. Pferd sagt nein. Das Pferd fährt, weil es fährt. Hier oben schneit's. Alter, es schneit hier oben. Und ich bin nass.
Boah, wenn das Pferd immer Gas gibt, ne, ist der Feierabend hier. Da, haut Ruppe. Yes, Baby. Soll ich Stein auch gleich mitnehmen? Nee, Stein brauchen wir eigentlich nicht, ne? Brauchen wir eigentlich nicht. Ne, haben wir bis jetzt nicht gebraucht. Brauchen wir jetzt nicht. Wäre unnötig. Ja, ist ja gut. Mach, was du willst und was du nicht lassen kannst. Boah, nee, lieber nicht. Stimmt. Wäre fatal. Bestimmt. Wäre auf jeden Fall nicht gut. Ich komme jetzt wieder at home. Immer nämlich nur Blödsinn bei rum. Ja. Das ist das Problem bei dir. Also wenn, ne? Wenn dann, ja? Ansonsten sonst. Das soll mir jetzt was sagen. Kann nichts, überhaupt nichts. Genau. Haben wir das ja schon mal geklärt. Ja. Das soll dir das sagen, was du denkst, was es sagt. Einmal den Shop besuchen. Na. Da hat einer nur vier Dingens da gelassen für Benzin. Ja, der rennt jetzt nicht richtig, der Shop. Rampa, 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 hast du Feuer? Nee, hast du nicht, ey. Ich mache Feuer. Dauert ein bisschen, ich muss das noch bauen. Machen wir hier. Machen wir hier. So, und dann packe ich Start da rein. Wie? Geht nicht? Verarsche? Ja, genau. Ne? Weiß Bescheid. Das ist ganz ernst jetzt. Ernst ist 3 Jahre alt und geht in Glaube ich Kindergarten. nicht. Das war Ernst ja ist vor drei 3 Jahren. Jahre Ne, das war der schon vor 3 Jahren. alt. Ja, siehst du also. Ja, also Der muss er ist jetzt ewig 6 sein. geblieben. Ja, der ist ein ewiges Kind geblieben. Wir Männer werden aber nur 7. Haha. Er ist aber nur 3 geworden. So, ich reite jetzt nach Hexe. Ha. So. Kann gar nicht sein. War sowas von. In der Hoffnung, dass sie auch einen Ofen freigegeben hat. Ein Ofen oder ein Dingens? Eine Werkbank. Nee, ich brauche erstmal immer noch. Ne, wie vorher auch. Hat sich nicht geändert. Ich brauche hochwertiges Metall. Woher hast du denn dein hochwertiges Metall, wenn du keinen Ofen gebaut hast? Boah, keine Genau. Ahnung, wo ich das gefunden habe. Ich habe das irgendwo gefunden. Genau deshalb. Genau so. Weil es ist, wie es ist.
Ich hab's gefunden. Ja, aber gefunden, ne? Aber bis ich was finde hier, ne? Würde ich jetzt sagen, ist Weihnachten, aber Weihnachten ist ja auch nicht mehr so lang. So. Ich parke mein Pferd hier ein, so wie ich mein Auto eingebaut geparkt habe. Ich dachte, das wäre jetzt meins. Das wäre jetzt eine lustige Sache gewesen. Hallo? Hallo, hallo, Halli, hallo. Ein Ofen. Ja, hat es den freigegeben, den Ofen. Ja. Hoffen wir mal, dass wir genug rauskriegen jetzt hier. Dann können wir damit das Kettensägen-Massaker machen. Oh, 6 habe ich rausgekriegt. Das ist gut. So, was hat sie jetzt für Werkbänke hier freigegeben? Werkbankstufe 2. Ha, ist das nice oder was? Ja, guck, weil in der Gasstation, also wo wir das Auto auch reparieren konnten, gibt es nämlich auch nur Werkbank 1. Hallo, hallo. Hat sagt keiner, aber. Perfekt. Ja, dann muss ich bei ihr wieder einkaufen gehen demnächst, ne? Yep. So, danke, Hexe. Auf geht's!
Dum 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 dum. Achso, das ist schon heftig am Brennen, das Auto hier. Das nehme ich nicht. Ich habe Angst, dass wenn ich damit losfahre, gleich explodiere, ja. Was habe ich denn hier gefunden? Hohes externes Holztor, okay. Interessant. Gut. Oh, 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 oh. Ich habe einen großen Schmelzofen gefunden. Ich habe einen großen Schmelzofen gefunden. Das ist gut. Gleich ab nach Hause bringen. Ab in die Sicherheit. Der ist direkt im Rucksack gelandet. Ja. Was schmeiß ich denn jetzt mal raus? Ein hohes Tor brauchen wir jetzt nicht. Aber ich hab schon so einen Gemüsegarten gefunden. Und wir haben schon wieder 38 Minuten. Das heißt, ich muss die Folge beenden. Dann beende mal. Wahnsinn. Wie die Zeit vergeht. So. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und die Glocke, die aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ob ich es nach Hause schaffe mit den beiden Sachen und ob wir weiter Holz sammeln, wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Seid gespannt, guckt die nächste Folge. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.